Was ich sehr reizvoll an der Online-Lehre finde, ist, dass wir derzeit quasi einen rechtsfreien Raum haben, dass man immer noch machen kann, was man will. Wenn ich sage, ich will dieses Thema, sagen wir mal allgemeine Relativitätstheorie, ich will dieses Thema dringend gerne so unterrichten, auf diese Weise, egal was ihr davon haltet, ich mache das jetzt so. Und am Ende kommt der Warp-Antrieb vor, wie man das Raumschiff Enterprise baut, wie auch immer. So will ich das unterrichten, dann mache ich das so, online. Und ich sehe, ob es geht oder nicht geht. Das finde ich schön. Wenn wir in die Richtung einfach noch viel mehr Leute zum Experimentieren anregen könnten, dass jeder sagt, ich probiere es mal auf diese Weise und der Nächste macht es, oder auch gerne, und hoffentlich die Nächste macht es auf jene Weise, dass 1000 Blumen da sprießen und wir dann zum Schluss sehen, was geht, was nicht geht. Der eine wird das gerne haben, der andere wird das gerne haben. Ja, absolut. Also für mich ist das toll am Internet. Und so, ich bin ja über das Internet quasi in diese ganze Geschichte reingeschlittert, dass eben jeder mitmachen kann. Also dass es so keine grundlegende Trennung gibt, direkt am Anfang, wo man sagt, okay, du kannst jetzt mitmachen oder du nicht. Sondern natürlich gibt es wirtschaftliche oder andere Barrieren. Aber wenn man über diese Grundbarrieren drüber kommt, ist jeder gleich. Jeder Computer hat quasi das gleiche Recht im Internet wie jeder andere. Und diese Idee auf Bildung umzusetzen, finde ich wahnsinnig interessant, dass man eben diese alten Hierarchien auch mal so ein bisschen hinterfragt und man nicht sagt, nur der da, der kann mir das erklären, weil der hat den Titel, sondern da ist eben einer im Internet und der kann das viel besser erklären und dann ist es auch egal, was der oder die für einen Titel hat. Und dass sich die Leute halt auch da noch so durchsetzen können. Gut, bei dir in deinem Fall ist jetzt so, du hast den Titel und die Rolle, aber du hast ja im Internet eine riesen Gemeinde. Von denen ganz viele gar nicht wissen, dass ich den Titel habe. Ja, oder das ist ja auch egal eigentlich. Ja. Mein Vater gehört ja auch dazu. Der guckt sich ja auch diese Videos an. Und jetzt ein Punkt für mich vielleicht, was ich so gelernt habe aus dieser online und offenen Bildungsgeschichte ist, es ist unheimlich schwer, jemandem was beizubringen, der nichts lernen möchte. Ist aussichtslos, nicht nur schwer. Es ist aussichtslos. Und trotzdem geht die ganze Energie darin, wie man Leuten was beibringt, statt sie zu begeistern. Und nicht dahin, dass die Leute begeistert werden müssen, was zu lernen. Wenn einer begeistert ist, der lernt das. Die wird Wege finden und Peer-to-Peer University jetzt in meinem Fall ist es so, wir arbeiten eigentlich nur mit Leuten, die begeistert sind. Und das ist recht leicht. Und es ist auch, macht Spaß und die haben da Lust zu. Aber ich sehe ganz klar, dass da diese Grenzen sind, dass man eben irgendwie Wege finden muss, mehr Leute zu begeistern. Vielleicht ist ein Weg, zweiter Punkt ist, jeder ist für irgendwas begeistert. Hoffentlich. Das ist vielleicht nicht Ingenieurwissenschaft oder Literatur oder so. Das kann auch der lokale Fußballclub sein. Genau, das kann der Fußballclub sein. Jeder hat, die Menschen sind grundsätzlich neugierig und haben Interesse. Und wenn man die am richtigen Punkt erwischt und man quasi auf die mehr zugeht und sagt, wo hast du Interesse dran? Was möchtest du machen? Was interessiert dich? Und man hängt das Lernen da dran, ist das alles andere viel einfacher danach. Man muss sich um die ganzen anderen Probleme, mit denen wir uns jetzt jeden Tag auseinandersetzen, viel weniger kümmern. Weil wenn diese Begeisterung da ist, dann der Rest kommt dann von selber. Das ist auch wieder die Frage, lösen wir das richtige Problem? Eigentlich ist das Problem, dass man Lerner haben muss, Lernerinnen und Lerner haben muss. Menschen, die was wissen wollen, die was erfahren wollen. Ab da geht alles praktisch von alleine. Wenn jemand das will, haut das hin.